ich spiele keine Videospiele mehr und das Ganze im Grunde schon seit circa einem Jahr. Und für viele mag das jetzt wahrscheinlich kein großes Ding sein. Ich weiß, viele haben mit Videospielen wahrscheinlich nichts an Hut. Tatsächlich ist es aber so, dass, glaube ich, die Mehrzahl schon mal ein Computerspiel gespielt hat oder das sogar regelmäßig tut. Und ich war auch einer, der das getan hat. Ich habe wirklich alle möglichen Videospiele gespielt und das eigentlich schon seit meiner frühen Kindheit an. Und ich war ein großer Videospiel-Enthusiast, Fan und ich habe dafür wirklich gebrannt. Warum habe ich also aufgehört? Liegt es daran, dass die Spiele schlechter wurden? Ja, zum Teil auch irgendwie. Die letzten paar Jahre waren für die Industrie nicht wirklich förderlich. Es gab viele Spiele, die sehr, sehr schlecht waren. Einige gute gab es natürlich trotzdem, aber das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund ist ganz einfach, dass ich damit ein Problem hatte. Ich habe einfach zu viel gespielt und ich bin jemand, der leicht anfällig dafür ist, eine Sucht zu entwickeln. Und so war es auch eine lange Zeit mit Videospielen. Ich glaube auch, dass viele von euch davon profitieren würden, wenn sie aufhören würden zu zocken. Deswegen mache ich einfach dieses Video, um euch vielleicht den Gedanken näher zu bringen. Am Ende macht ihr dann natürlich eure eigene Entscheidung, ob ihr das Zocken reduzieren wollt, ganz aufhören wollt oder einfach weiter zocken wollt. Als erstes einmal gesagt, dass Videospielsucht ein reales Problem ist. Das hat sich nicht irgendwer ausgedacht. Es wurde mittlerweile von der WHO tatsächlich auch in den Katalog der existierenden Krankheiten aufgenommen. Das heißt, es ist jetzt wirklich eine anerkannte Krankheit, wenn man süchtig nach Videospielen ist. Nicht nur das, das Institut DAK Gesundheit hat eine riesige Umfrage gemacht und da mehrere Kinder und Jugendliche zum Thema Videospiele befragt und dabei kam tatsächlich heraus, dass 8,4% der Kinder bereits eine Abhängigkeit zu Videospielen entwickelt haben. 8,4%, das ist ja circa jedes 12. Kind. Das heißt, in so einer typischen Schulklasse kann es schon gut sein, dass da 2 oder mehr Schüler videospielsüchtig sind und das ist wirklich unglaublich. Aber warum ist so eine Videospielsucht problematisch? Es kann ganz einfach zu Konflikten führen, vor allem im sozialen Bereich mit Familien und Freunden. Einfach Videospiele bei den Betroffenen eine so hohe Rangordnung haben, dass tatsächlich Angehörige und andere soziale Beziehungen einfach vernachlässigt werden. Und es führt auch zu Entzugserscheinungen bzw. einfach Unglück, wenn man nicht in der Lage ist zu zocken. Es kann sich sogar direkt auf den Körper auswirken, denn zu vieles Zocken kann tatsächlich Angststörungen auslösen, Depressionen, Sehstörungen, Haltungsprobleme und Übergewicht. Zumindest suggerieren das einige Studien, die eine Verbindung von Zocken mit eben diesen Problemen auflegen konnten. Aber nicht alles am Zocken ist schlecht. Es ist ein total gutes Unterhaltungsmedium, was auch wirklich spannende Geschichten zum Teil erzählt. Du kannst dich da mit deinen Freunden connecten. Du kannst auch über Videospiele socializen. Und je nachdem, welches Spiel man spielt, kann es sich auch positiv auf die kognitiven Leistungen auswirken. Kommt natürlich ganz auf Spiel an. Aber auch hier gibt es einige Studien, die das eben aufzeigen. Das heißt, Zocken kann durchaus auch positive Vorteile haben. Hier macht einfach wie bei allem die Menge das Gift. Man sollte einfach schauen, dass man das Zocken relativ im Griff hat. Man sollte sich auf jeden Fall feste Zeiten setzen und diese möglichst nicht überschreiten. Wenn man das alles in einen gesunden Rahmen hält, gibt es hier auf jeden Fall weniger Probleme. So viel zu den Fakten. Jetzt möchte ich aber meine persönliche Geschichte erzählen und was mich letztendlich dazu geführt hat, damit aufzuhören und wie ich es eigentlich geschafft habe, aufzuhören. Ich zocke Videospiele im Grunde seit ich circa 6 Jahre alt war. Da habe ich meinen ersten Gameboy bekommen und seitdem habe ich Videospiele gespielt. Es ging immer so weiter, PlayStation 2, ich war immer dabei. Das heißt, ich bin wirklich auch mit Videospielen mehr oder weniger groß geworden. Und ja, man konnte eigentlich schon wirklich in jungen Jahren sehen, dass ich Videospielen vielleicht ein bisschen zu sehr mochte und damit eigentlich immer mehr Zeit verbracht habe und seltener rausging. Das heißt, bei dieser Umfrage wäre ich wahrscheinlich eines der Kinder gewesen, wo eben so ein Suchtverhalten diagnostiziert worden wäre. Schlimm wurde das Ganze aber erst so, als ich circa 13 Jahre alt wurde und dann auch viele meiner Freunde auch gezockt haben und man hat natürlich zusammen gezockt. Das heißt, man hat sich oft zu 4, zu 5 über Skype connected und einfach irgendwas gezockt. Und da hat sich dann die Sucht so richtig etabliert. Das heißt, ich bin wirklich teilweise meiner ganzen freien Zeit vorm Computer gesessen. Also wenn ich gerade nicht in der Schule war und manchmal wurde da die Schule sogar einfach geschwänzt. Das heißt, man hat einfach so getan, als wäre man krank und hat dann einfach weitergezockt. Und das ist einfach ganz klar starkes Suchtverhalten. Das hat bei mir einfach den Höhepunkt genommen mit Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Ich habe das rauf und runter gezockt, wirklich stundenlang. Ich hatte da tausende Spielstunden drin, habe auch im E-Sport-Bereich damals gezockt. Ich war eigentlich noch viel zu jung für das Spiel, muss man auch dazu sagen. Es war allen in allen irgendwie trotzdem eine schöne Zeit. Ich will sie nicht missen. Ich bereue es jetzt auch nicht, auch wenn ich mir denke, Mann, mit der Zeit, was ich alles hätte machen können in den jungen Jahren, wo das Gehirn noch so lernfähig ist. Ich hätte mir so viele Fähigkeiten aneignen können und das muss man einfach ganz klar sagen.
dass man schon argumentieren könnte, dass Videospielen einfach Zeitverschwendung ist. Zum einen, ja, klar, es ist nichts Produktives, es bringt dich im realen Leben nicht weiter. Trotzdem muss man auch sagen, man kann eine schöne Zeit mit Videospielen haben, viel Spaß und vor allem auch mit Freunden viel Spaß haben. Ich glaube, der Höhepunkt meiner Videospielsucht war so mit 15 Jahren, wo ich wirklich mehr Zeit in virtuellen Welten verbrachte als in der realen Welt. Und ich hatte damals auch nicht wirklich gutes Internet, das heißt, das Internet ist oft ausgefallen. Und wenn das Internet dann ausgefallen ist, da habe ich dann so richtig auch damals schon gemerkt, bin wirklich süchtig nach Videospielen und nach Internet, weil wenn das Internet weg war, ist für mich die Welt zusammengebrochen. Da kamen mir beinahe schon die Tränen als Jugendlicher, weil was sollte ich machen? Ich kann nicht online gehen. Ich habe gerade Freizeit, was mache ich nur in dieser Zeit? Und ich war komplett am Boden zerstört, wenn das immer passiert ist. Und sogar wenn ich mit meiner Familie im Urlaub war, war es so, dass ich mir insgesamt immer dachte, oh, irgendwie will ich nach Hause, ich will irgendwie zocken, ich will hier nicht irgendwie rumhängen am Strand. Und es ist wirklich verrückt, wenn ich mir heute darüber Gedanken mache. Am liebsten würde ich jede Woche irgendwo hinfahren, wenn das nur möglich wäre. Das Gute, als ich dann so 16, 17 wurde, hat sich das Ganze irgendwie mehr oder weniger verlaufen. Ich habe immer seltener gezockt. Irgendwie war mehr das Partyleben und Frauen auf einmal interessanter. Und so bin ich einfach ganz natürlich immer weiter weg von dem Thema Zocken gekommen. Und so habe ich eigentlich die Sucht mehr oder weniger von alleine gelöst. Und da hatte ich ein bisschen Glück. Ich kann mir vorstellen, dass einige Jugendliche dadurch vielleicht sogar verlernen, wie man socialized im realen Leben. Und die dann einfach nicht wirklich den Absprung schaffen und immer mehr in virtuellen Welten versinken. Und das kann natürlich problematisch sein. Ich fing dann allerdings wieder mehr an zu zocken, als ich dann wieder älter wurde. Das heißt, so in meinen frühen 20ern habe ich wieder mehr regelmäßig gezockt, länger gezockt. Und auch da, wenn mal ein richtig geiles Spiel war, so ein richtig geiles, dann habe ich das schon auch exzessiv gezockt. Also dann wirklich da auch hunderte Stunden reingesteckt, jeden Tag, und mich dann auch mehr aufs Spielen konzentriert als aufs reale Leben. Also hat nie wieder diesen Punkt wie im jugendlichen Alter erreicht, einfach weil ich auch schon Verpflichtungen hatte. War schon erwachsen, ich hatte einen Job. Das heißt, das habe ich natürlich alles ernster genommen als jetzt das Zocken. Trotzdem habe ich einen Großteil meiner Freizeit immer noch fürs Zocken aufgebracht, wenn ich nicht gerade was mit Freunden gemacht habe. So bin ich dann auch wieder so in leichtes Suchtverhalten gerutscht. Aber es war jetzt nie wieder so extrem wie früher. Tatsächlich war das auch so die Zeit, wo ich auch so ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen hatte. Das heißt, da ging es mir psychisch auch gar nicht so gut, und da haben mir die Videospiele tatsächlich auch geholfen. Auch wenn einige Studien sagen, Videospiele können Depressionen auslösen, so würde ich sogar sagen, dass sie mir eher dabei geholfen haben, damit umzugehen. Einfach einen Zufluchtsort zu haben, wo ich mal nicht an irgendwelche negativen Gedanken denke, sondern einfach an einem positiven Ort bin, wo ich Spaß haben kann. Und das hat mir dann schon eher geholfen, vor allem auch in der Corona-Zeit mit den Lockdowns, wo ich wirklich sonst nichts zu tun hatte. Da hat es mir wirklich Spaß gemacht zu zocken. Da war ich froh, dass es sowas wie Videospiele gibt, die mich beschäftigen konnten. Es gibt Schattenseiten beim Zocken, es gibt gute Seiten beim Zocken. Man muss einfach schauen, wie es sich für einen selbst anfühlt und dann eben eine Entscheidung treffen. Vielleicht machst du dir jetzt mal kurz Gedanken, drück mal auf Pause und denk mal drüber nach. Zockst du zu viel? Solltest du vielleicht etwas dran ändern, ein bisschen runterschrauben, ein bisschen weniger zocken? Oder ist alles paletti, so wie es ist, und du wirst damit weitermachen? Denk darüber einfach mal kurz nach. Ja, die letzten Jahre habe ich immer weniger gezockt, einfach natürlich automatisch. Ich hatte immer mehr andere Verpflichtungen und ich habe immer mehr gemerkt, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, als es jetzt ist. Ich möchte höhere Ziele anstreben und deswegen beschäftige ich mich so sehr mit Persönlichkeitsentwicklung, und ich finde, da hat das Zocken einfach keinen Platz mehr für mich. Ich habe einfach so viel andere Sachen zu tun. YouTube zum Beispiel braucht auch so viel meiner Freizeit auf. Ich mache es gerne. Also es macht mir wirklich extrem viel Spaß. Und da habe ich dann einfach die Wahl für mich getroffen. Entweder ich zocke in meiner Freizeit oder ich mache YouTube in meiner Freizeit. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und ich beschäftige mich lieber in meiner Freizeit mit YouTube, mit Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Themen, als jetzt in irgendein Videospiel zu verbringen. Das ist natürlich nur meine persönliche Entscheidung gewesen. Aber ich finde, sie bringt mir schon enorm viel weiter. Ich habe dadurch wirklich meine Zeit viel effektiver genutzt, meiner Meinung nach. Und was ich noch nicht angesprochen habe, ist auch, dass Videospiele dein Dopaminsystem angreifen können und es auch zerstören können. Das heißt, dein Belohnungszentrum im Gehirn wird dadurch extrem
angesprochen. Und vor allem in Online-Spielen oder in Spielen, wo es viel darum geht, irgendwelche Punkte zu sammeln, XP zu sammeln, looten und leveln. Das sind eben diese Spiele, wo wirklich viel von deinem Belohnungszentrum auch angesprochen wird. Und das ist auch der Grund, warum sich diese Sucht entwickeln kann. Und das kann dadurch natürlich auch beeinträchtigt werden, was natürlich zu mehr Unglück führen kann, zu Unkonzentriertheit und so weiter. Das war eben auch einer dieser Faktoren, warum ich es letztendlich sein gelassen habe. Ich möchte so gut wie möglich auf hohe Dopaminsituationen verzichten und mich mehr auf gesundes Dopamin konzentrieren. Wenn du wissen willst, wie das genau mit dem Dopamin funktioniert, wie du es schaffst, den Dopaminhaushalt zu richten, wie du es schaffst, ein gesundes Belohnungssystem zu entwickeln, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Und ansonsten hören und sehen wir uns in meinem nächsten Video.